entbietet allen gläubigen Wallfahrern und allen Durchreisenden. Ach, da ist Christina. So, okay, dann machen wir die Mission. Christina kennt sicherlich kleine Freundin, Geliebte von Ezio in seinen jungen Jahren. Und ich denke, die machen wir jetzt auch. Oder, ja, ich denke schon. Hört, ja. Hört, ich habe wichtige Nachrichten. Alles klar. Aufgrund des Feuers in Parione letzte Woche müssen alle Laienpriester von nun an einen Eimer Wasser sowie eine Lampe mitbringen, wenn sie ihre... So, jetzt lädt das so eine Erinnerung, wird jetzt hochgeladen oder geladen generell. Und das ist ganz cool. Jetzt müssen wir nämlich Christina hinterherlaufen. Ich krieg dich! Schon, komm, go. Wie wär's mit der da? Oh, sie ist hübsch. Gut, dann geh und sprich mit ihr. Einfach so? Worüber denn? Das ist egal. Weißt du, kleiner Bruder, die meisten Männer haben Angst vor schönen Frauen. Wenn du dich traust, mit ihnen zu sprechen, hast du einen Vorteil. Du musst nur improvisieren. Was? Was? Warum steht ihr so da? Oh, weil ich... Ich wollte euch fragen, was... Wie lautet euer Name? Oh, ihr werdet ihn eh nie benutzen dürfen. Aspetta, ich war noch nicht bereit. Ich wollte wirklich charmant sein und lustig. Bekomme ich eine zweite Chance? Naja. Ezio, noch ist nicht alles verloren. Sie hat dich angelächelt. Sie wird sich an dich erinnern. Nein, ich kann das noch schaffen. Ich folge ihr und finde raus, wo sie wohnt. Eine zweite Chance, Christina folgen, um ihre Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Akzeptieren. Also in der Verfolgungsmission, aber das ist jetzt egal. Man kann sich nicht verstecken in Menschengruppen. Wow, was war das denn für ein Schlenker? Wieso läuft denn... Achso, Gott sei Dank. Ah, er kann sich doch verstecken. Naja. Keine Ahnung. Oh, Mann. Ah, sie hat mich noch nicht gesehen. Aber ich kann sie sehen. Klar und deutlich. Wir sind hier wieder für Lorenz. Und es sind auch junge Jahre. Ezio hatte keine Ahnung, dass es überhaupt Assassinen gibt oder so. Und hält sie noch für Märchen und etc. Wenn er solche Geschichten gehört hat, hätte er sie für Märchen gehalten und so weiter. Etc. Und ja. Er ist noch der lustige Typ. Sag ich jetzt mal, wie er heutzutage ist, ja eher der ernstere. Aber er ist ja auch schon lustig jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich rede so einen Scheiß gerade. Ja, aber wie gesagt, wir sind wieder in Florenz. Mehrere Jahre bevor überhaupt das geschehen ist, was in Assassin's Creed 2 am Anfang passiert ist. Ach komm, Christina, du kennst mich nicht. Ich sagte doch, ich bin nicht interessiert. Sie. Aber ich. Hinten anstellen. Ich glaube nicht, Amore mio. Ich werde nicht mehr länger darauf warten, dass du deine Beine freiwillig spreizst. Du räudiger Köter!
Was willst du hier? Das hat nichts mit dir zu tun. Auch dir einen schönen Abend, Vieri. Ich glaube, die junge Dame fühlt sich belästigt. Oh, Vieri, du hast wieder keine Ahnung, ey. Vieri. Mehr hast du nicht zu bieten? Halt die Klappe, ich bring dich um. Bist du dumm? Du wirst für die Einmischung bezahlen. Deine ganze Familie. Vielen Dank. Das war sehr nett von euch. Geht es euch gut? Jetzt ja. Ihr hattet nach meinem Namen gefragt. Ich bin Christina. Piacere, Christina. Ich bin Ezio. Nun, Ezio. Anscheinend habt ihr eure zweite Chance. Ezio. Der alte Charmeur. 100% eine zweite Chance haben wir geschafft. War noch nicht so schwierig jetzt, muss man dazu sagen, ne? Aber Thumbs up. Und davon gibt es, glaube ich, 5 Stück. Die so mit Christina, weil man weiß ja nicht viel über Christina und Ezios Leben. Und da gibt es 5 Stück. So haben sie sich kennengelernt von Anfang bis Ende. Die so das Ende und so weiter. Anfang bis Ende, die so alles erzählen. Und Rückblicke, was alles passiert ist zwischen den beiden. Denn das hat ja auch viele Leute interessiert. Wie sah Ezios Liebesleben aus und welche Frau hat er wirklich geliebt, etc. So. So, jetzt werden wir zur Hauptmission gehen. Hatte ich mal so angedacht. Und dabei werden wir uns langsam vorpirschen, indem wir auch wieder Sachen kaufen. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Ganz ruhig. Marke, was stimmt nicht? Ich merke gerade, ich habe kein Geld. Ist auch zufälligerweise keine Bank in der Nähe. Erstmal zur Bank gehen, okay. Dann können die jetzt noch nicht renovieren, sage ich jetzt mal. Aber naja. Ein neuerliches Aufkommen von Leichtmünzen sorgte für Aufruhr in der Stadt. Die Räte der Rioni und die meisten Läden der Kirche. Ja, aber damals gab es auch schon so Fälle wie Uli Hoeneß etc. Beziehungsweise auch Steuerhinterziehung gab es da sowieso ja schon. Und halt Falschgeld, also Geldfälschen etc. gab es da ja auch schon. Also es ist keine alte, keine neue Erscheinung oder so, dass das jetzt plötzlich so aufgekommen ist, dieser Trend. Ich meine, ich sag's jetzt mal Trend, weil es gibt ja nicht Millionen, aber Tausende von Leuten, die sowas machen. Ob es absichtlich ist oder aus Versehen, aber aus Versehen kann das eigentlich gar nicht großartig passieren, aber ich meine ja nur jetzt, ist jetzt eine andere Frage. Oh, nein, komm schon. Ich werde jetzt noch, wie gesagt, den Arzt machen. Oh, komm, Ezio. Ich habe nichts in der Schule gelernt. Weißt du warum? Weil ich Assassine geworden bin. Da braucht man keine Schule, keine Ausbildung. Also doch schon eine Ausbildung, aber eine Ausbildung als Assassine. Und nicht als, keine Ahnung, Trotteldorf. Als Trottelwache oder so. Ich hätte sowieso nur 815 gekostet. Das heißt, ich hätte den auch so hätte machen können. Aber
Egal, wir haben über 5000 jetzt Einkommen, dass wir monatlich alle 20 Minuten bekommen. Und dann noch diesen Schmied hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Ärzte wir jetzt schon renoviert haben, aber an Schmieden wird uns das sicherlich gleich angezeigt. 6 von 17, das heißt, uns fehlt noch 11. Das war gerade, glaube ich, ein Notarzt bei mir. So heftig höre ich das gar nicht, wenn ich aufnehme, weil ich ja auch so in meiner... ich will jetzt nicht Rage sagen, aber so ungefähr. Ich bin so in meinem Element. Ein bisschen. Und, ich mag zerstreut sein, aber am Anfang nicht so gut. Habt ein wenig Geduld, Amici. Aber ich sehe das so leicht aus. Komm, mein Freund. Yes, roter Yes, bis und 500 Florin. So gefällt einem das. Sehr schön. Den wollte ich unbedingt noch haben. So, dann gehen wir mal zur Hauptmission, würde ich sagen. Komm, macht dir nichts draus. Ja, macht dir nichts draus. Erfolg eines Geld und des Räubers bzw. des Diebes geholt. Man kann auch hier in die Festung, sag ich mal, oder in unser Zuhause auch hier durchgehen. Drücken und zu interagieren, da kann man auch hier durchgehen. Das ist eigentlich ganz cool, dass es auch so einen Untereingang gibt, sag ich jetzt mal. Machiavelli, wir müssen reden. Ja. Ich bekam etwas sehr Wertvolles von einem meiner Spitzel. Wir kennen jetzt die Namen einiger Templer, die von Cesare angeheuert wurden, Rom zu terrorisieren. Wie finde ich sie? Ich kann nur grobe Ortsangaben machen und würde in der Nähe nach Anzeichen von Ärger suchen. Vielleicht findet ihr Bürger, die euch in die richtige Richtung weisen können. Mein Kontakt sucht weiter nach neuen Namen. Stammt diese Information von einer Stadtwache? Ja. Woher wisst ihr das? Nur geraten. Grazie. Claudia, Bartolomeo und La Volpe warten drinnen auf euch. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Tugend, Machiavelli. Tugend? Tugend, mein Freund. Ja. Was habt ihr erfahren? Dieser Bastard Cesare ist mit dem Papst in der Engelsburg. Meine Spione berichten, dass der Apfel einem Gelehrten übergeben wurde. Ich arbeite daran, ihn zu identifizieren. Katharina wird nächste Woche in den Kerker der Engelsburg verlegt. Bene. Die Engelsburg also. Roma wird sich schnell erholen, sind Cesare und Rodrigo erst tot. Nur wenn sich die Gelegenheit für einen Anschlag ergibt, werde ich sie nutzen. Macht nicht denselben Fehler wie in der Gruft. Ihr müsst sie jetzt töten. Ich bin seiner Meinung, Ezio. Wir sollten nicht warten. Bartolomeo hat recht. Sie müssen für Marius Tod büßen. Habt keine Angst. Sie werden sterben. Ihr habt mein Wort. Richtig. So, hier ist unsere Galerie, sag ich jetzt mal. Ach ja, hier. Komm, reden wir mal. Ser Ezio, ich repräsentiere die vereinten Kräfte von Bartolomeo d'Alviano, Claudia Auditore und La Volpe. Durch meine Partner in der ganzen Stadt könnt ihr eure Geldmittel an jeden Teil des Widerstandes senden, den ihr euch wünscht. Vielleicht habt ihr Verkaufsschilder in Rom bemerkt an Gebäuden, die ihr kaufen könnt. Das Einkommen eurer neuen Gebäude wird von Geldwechslern verwaltet, ebenso wie der Profit aus Renovierungen. Geldwechsler findet ihr in der ganzen Stadt. Molto bene. Banken. Auch mal gesagt.
kollektive Intelligenz. Sequenz 3 beendet. Woo! Innerhalb von 10 Parts gefühlt. Keine Ahnung, wie viele Parts das jetzt sind. Egal, ist mir sowas von scheißegal. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Attentatsserie Cheat. Wir haben Cheat freigeschaltet. Yes. Wow. Achievement collected und so. Jo. Sequenz 4. Höhle der Diebe. That's what he said.